Junge Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute haben wir den zweiten Teil unserer Serie Früher war alles besser. Und ich dachte mir, für die zweite Folge dieser Serie reden wir über ein Thema, das eigentlich in der ersten Folge hätte drankommen müssen, weil ein offensichtlicheres Früher war alles besser gibt es nicht als beim Thema YouTube. YouTube hat sich wirklich viel verändert über die letzten 11 Jahre gibt es YouTube schon. Über die letzten 11 Jahre hat sich YouTube ganz schön verändert. Und wir reden heute ein bisschen darüber, wie sich YouTube ins Negative verändert hat für den Zuschauer und für den YouTuber selbst. Ich stelle jetzt mal den Vergleich her zwischen früher und heute. Denn ich war früher auf YouTube, also vor 2 Jahren, und ich bin heute auf YouTube. Also kann ich ganz gut den Vergleich ziehen, würde ich sagen. Früher hat man ganz einfach den Content gemacht, auf den man Bock hatte, wie zum Beispiel Gaming, irgendwelche Let's Plays, Live-Commentaries, normale Gameplay-Commentaries. Das war ja so die Gegend, aus der ich gekommen bin mit diesem Channel. Man hat also einfach seinen Content gemacht, hat sich nach und nach die Abos gesammelt, denn früher oder später kamen die Leute, die tatsächlich deine Videos gemocht haben. Man hat also diese Abos gesammelt und ist mit denen auf eine Reise durch YouTube gegangen, ja? Und dabei war es völlig egal, ob dein Content eine breite Masse angesprochen hat oder ob es nur für eine bestimmte Gruppe zugeschnitten war. Wie zum Beispiel Gaming-Videos oder, keine Ahnung, irgendein Channel über Modellbauschiffe oder so. Man konnte jedenfalls seinen individuellen Content machen und es gab Leute, die sich dafür interessiert haben und die haben einem dann gefolgt. Heutzutage ist es so, dass es nicht mehr wirklich möglich ist, mit so kleinen, speziellen Themen wirklich Zuschauer abzugreifen. Und es ist einfach so, dass Original Content, OG Content, wie ich den hier nennen werde, dass OG Content kaum noch erfolgreich sein kann auf YouTube. Dazu gehören auch solche Sachen wie das Claymore-Tutorial von Tio von vor 6 Jahren oder so. Dazu gehören die ersten Videos von den Außenseitern. Das war wirklich original, das war selbst überlegt. Da hat man sich selbst überlegt, was ist eine lustige Art von Video, die ich machen kann. Und heutzutage ist das dann eher so, dass man auf die Startseite geht und sich da sein Content raussucht. Und ich sage euch mal eins. Pranks sind kein Original Content. Challenges sind auch kein Original Content. Das ist auch kein Original Content. Auf einer Seite verstehe ich natürlich die YouTuber. Wenn man die Möglichkeit hat, ein erfolgreiches Video zu machen ohne viel Aufwand, indem man einfach eine andere Idee kopiert, dann kann man das machen. Und das ist ja auch nicht wirklich verwerflich. Aber es ist halt schade, dass es auf YouTube so geworden ist, dass man kaum noch die Möglichkeit hat, anders erfolgreich zu werden. Und die YouTube-Algorithmen tragen einen maßgeblichen Teil dazu bei, meiner Meinung nach. Wenn man auf die Startseite geht, kriegt man keine Subbox mehr angezeigt, man kriegt vorgeschlagene Videos, man kriegt Trends, man kriegt alles Sachen, die man nicht sehen will, ein paar Sachen, die man sehen will und ganz unten in der Ecke seine Abos, falls man die auch sehen will. Aber da YouTube einem die Entscheidungsgewalt irgendwie nimmt und sich dafür entscheidet, dass man die Abos nicht sehen will, verstecken sie die. Ein weiterer wichtiger Teil des YouTube-Algorithmus ist die Zuschauerbindung. Zuschauerbindung ist die Zeit, die ein Zuschauer auf einem Video verbringt, bevor er wieder von der Videoseite weggeht. Also ob er das Video zu Ende geguckt hat oder vielleicht nur zur Hälfte geguckt hat, das kriegt man alles in seinen Analytics angezeigt. YouTube möchte, dass jedes Video bloß bis zum Ende geguckt wird, denn dann steigen die weiter hoch in den Suchanfragen. Wozu führt das? Die Leute machen kürzere Videos, schnelles, kurzes Entertainment und ich gebe es ja zu, ich sehe mich dadurch auch ein bisschen gezwungen, von 10 oder 15 Minuten ein bisschen wegzugehen. Ich habe keine Ahnung, wie lang dieses Video wird, juckt mich nicht, ob das 10 Minuten wird oder 12. Aber generell möchte man schon eher unter 10 Minuten bleiben und viele YouTuber auch unter 5 Minuten, weil man weiß, die Zuschauer schauen eher die Videos zu Ende. Früher war es bei dem Zuschauer so, wie ich es bei dem YouTuber vorhin schon erwähnt habe. Früher hat man sich einfach seinen Content gesucht, der einem gefallen hat, man hat YouTuber abonniert, die einem gefallen haben und dann ist man den YouTubern durch die Zeit auf YouTube gefolgt. Das war wie so eine Art Reise, die man zusammen mit seinen Zuschauern oder als Zuschauer zusammen mit den YouTubern unternimmt. Teil dieser Reise war die Entwicklung des YouTubers mitzuverfolgen und auch regelmäßig OG-Content zu bekommen. Irgendwelche neuen, interessanten Sachen und nicht Hot-Knife-Challenge-Videos. Gutes Beispiel dafür ist MaxFPS. Wenn man sich seine Videos angeschaut hat und dem Kanal wirklich über Jahre, es war ja wirklich Jahre, wenn man dem Kanal über Jahre gefolgt ist, da hat man sich ein bisschen zu Hause gefühlt. Man hat sich gefreut auf seinen YouTuber und man wusste, was man für eine Art von Content bekommt. Und das war schön, verdammt. Das war schön, ja. Heute ist es immer schwieriger, seinem YouTuber zu folgen und mit auf diese Reise durch YouTube zu gehen. Heute ist es nämlich so, dass YouTube mit jeder Macht, mit aller Macht versucht, dein Video, also das Video des YouTubers, vor dem Zuschauer zu verstecken.
ist natürlich ein bisschen überdramatisiert, aber das ist Teil meines Stils. Und anstatt einer schönen Reise mit seinem YouTuber durch die Welten von YouTube und durch das Wachstum, macht man stattdessen eine Reise mit irgendeinem austauschbaren YouTuber, der irgendeine Challenge, irgendeinen Prank oder irgendwas in die Richtung gemacht hat. Und da kommen wir wieder auf das OG, auf das Original Content zurück. Die YouTuber sind austauschbar und meiner Meinung nach nicht mehr original, nicht mehr real, ja? Es ist egal, welchen YouTuber man sich anguckt, man kann überall das gleiche kurze, schnelle, stumpfe Entertainment herbekommen. Und das ist nicht mal 100% eine Kritik, vielleicht nur 90%. Und ich gebe es ja zu, auch ich schaue mir mal diese kurzen, kleinen, knackigen, unterhaltsamen Videos an. Aber die YouTuber dahinter sind austauschbar, meiner Meinung nach dadurch nicht mehr original. Und es ist eigentlich egal, welchem YouTuber ich folge, weil ich kriege überall ähnlichen Content Und es ist eigentlich egal, welchem YouTuber ich folge, denn ich kann auf 100 verschiedenen Channels den gleichen Content bekommen. Und das ist sehr schade geworden. Die Erfahrung mit seinem Lieblings-YouTuber durch YouTube zu gehen und eine Entwicklung durchzumachen und das als Zuschauer zu beobachten, fehlt einfach. Und das ist meiner Meinung nach schade. Na gut, vielleicht habe ich YouTube ein bisschen viel gebasht in diesem Video. Man muss auch mal an die positiven Seiten denken. Es gibt immer noch Original Content. Es gibt immer noch gute Channels, die ihren Content produzieren. Und wo man folgen kann und wo wirklich eine Art von Kontinuität auch drin ist in dem Channel. Das sind hauptsächlich Gaming-Channels. Die Real-Life-Channels haben das immer weniger, aber auch da gibt es noch welche, die das machen. Ich meine, Daily Vlog zum Beispiel ist das beste Beispiel für eine Reise, die man mit seinem YouTuber macht. Allerdings ist es so, dass dieser gute Content, dieser brauchbare Content einfach immer weniger wird, weil YouTube ihn nicht belohnt und auch immer versteckter wird, weil YouTube ihn einem Zuschauer, der es noch nicht kennt, nicht zeigt. YouTube hat halt sehr an Popularität gewonnen und da ist es einfach so, dass das Zuschauerspektrum breiter wird und dadurch, naja, weniger spezielles Content vonnöten ist. Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare, eure Erfahrungen, wie sich das in den letzten, ich sag mal, 2 Jahren verändert hat, würde ich auch gern hören. Und ja, lasst eine Bewertung da und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Kurze Info noch, ab jetzt sollte es eigentlich jeden Sonntag so ein Video wie dieses hier geben und in der Woche sollte dann ein Gameplay-Video kommen, also 1 bis 2 Videos, das am Sonntag kommt, aber immer safe. Bis zum nächsten Mal, ciao!